Hallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, und herzlich willkommen zurück. Bei mir, dem Shining. Der jetzt sich mit das da anlegt. Und diese Entscheidung wahrscheinlich massiv bereuen wird. Da gehe ich doch. Kaputt. Hä? Wo ist die Bombe? Der muss die Bomben fressen. Wo ist die Bombe? Der ist ja mega easy. Ich heile mich mal eben kurz. Der macht ja sogar kaum Schaden, ne? Der wirft mich nur hoch. Ich habe ihn gleich zwei Bomben fressen lassen. Kabum! Ja, komm, spring. Friss die Bomben! Das war easy. Vor allem, wo er ihm die Heilung halt die ganze Zeit wirklich vorgeworfen hat. Ich nehme die Früchte mit, die kann ich in Atai verkaufen. So, jetzt will ich aber mal eine Belohnung für den ganzen Schmarrn. Was ist das? Eine seltsame Urne. Also eine seltsame Metallurne. Die harte Außenseite und der feste Verschluss öffnen sich unter keinen Umständen. Die Vorderseite der Urne trägt eine Insignie, die einem Ei ähnelt. Sie muss eine wichtige Kostbarkeit der Anuri gewesen sein. Und was macht man damit? Oh, ich habe ein paar Herausforderungen geschafft. Ja. Dafür bin ich jetzt nochmal zurück, um diese komische Urne zu holen. Weiß der Geier, was man damit anfängt. Ja, Leute, und damit bin ich auch schon wieder raus aus dem Tempel. Ich würde jetzt gerne noch hier einen Kampf anzetteln. Ja, genau sogar in der Gegend, die ich wollte. Nämlich hier im Wald. Nämlich damit ich nochmal ein paar von den Früchten mitnehmen kann. Da auch noch eine? Nö. Das Dokikraut nehme ich und futter es einfach direkt. Weil die Früchte, die kann man immer noch gut verkaufen. Leute, ich weiß, ich wollte pausieren, bis ich wieder in Atai bin, aber ich bin hier bei der Brücke einmal kurz reingesprungen und hatte gesehen, dass hier was zum Aufsprengen war. Und dahinter war ein Herzrubin versteckt. Da dachte ich, komm, das zeige ich euch mal eben kurz. Nicht, dass ihr euch gleich wundert, hä, warum hat er auf einmal mehr Leben? Nee.
Wir wollen nämlich unsere Hülsenfrüchte verkaufen. Okay, 2 Beeren kann ich essen. 8 kann ich verkaufen. Die restlichen 2 sind Futter. Habe ich nochmal 150 jetzt insgesamt. Aber schön, wieder ein Atai zu sein. Dann würde ich mich nämlich jetzt gern nochmal an der Challenge da versuchen. Ich wollte nicht in den Brunnen. Ich wollte hier hin. Aber hier gibt es auch nochmal einen Herzrubin, den wir gewinnen können. Und sogar noch einen Mondstein. Und ich hatte beim letzten Mal ja eigentlich nur ganz knapp verloren. Wartet mal. Hier in die Liste würde ich mir gern noch die Honigsachen packen. Einmal den fortgeschrittenen Kurs. Das fängt prima an. So, einfach so schießen. So, ein bisschen jetzt wieder aufladen. So, habe ich beide abgeschossen. So, ist einfach leichter mit dem Zielen. 12.000 schon. Treffer, nur noch 5.000. So, 2.000 noch, komm. Wir haben es geschafft. Ein Herzrubin. Den Mondstein hätte ich auch noch gerne, aber ich glaube, dafür brauche ich erstmal hier noch eine bessere Waffe dafür. 30.000 Punkte. Schaffe ich das überhaupt? Junge! Die Ziele werden immer kleiner. Aber es ist möglich. Komm. Sorry Leute, ich bin gerade im Hochkonzentrationsmodus. So, 19.000 habe ich. Da weiß ich ja, wie es geht. Wieder aufladen. Warte mal. Ey, man muss das perfekt schaffen. Warte mal, ich hatte es fast geschafft. Wie lange hält das? Für 120 Sekunden. Ich muss alle treffen. ...9.000 habe ich schon. Verdammt, einen nicht getroffen.
bin scheiße! Achtzehntausend, 21.000. Nein! Siebenundzwanzigtausend, drei noch. 30.000, ich hab's geschafft. Boah. Also es ist möglich, aber man braucht ein Honiggebräu, weil man sonst nicht genügend Ausdauer hat. Was gibt's da jetzt eigentlich als Nachpreis? Hier diese Brote. Okay, Atai hat außer das mit dem Vogel da, wo ich noch nicht ganz verstehe, wie man das macht. Ich habe zwar online nachgeguckt, aber da stand nur irgendwas mit Vogelbohnen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Ich würde gerne nochmal in die Brunnen gucken. Vielleicht ist da unten noch was. Sorry, ich musste aufstoßen. Jetzt kann ich ja immerhin hier schwimmen. Also kann ich noch ein bisschen gucken. Vielleicht findet sich hier noch was. Ich habe die Metro gefunden. Und irgendwas Verstecktes. Was ist denn in der Metro? Da scheint irgendwas von den Ouroboros-Leuten zu sein, weil da hängen deren Banner schon wieder. Wirkt ein bisschen gruselig hier, wenn man mich fragt. Da unten ist eine Kiste. Geht sehr viel Geld drin. Warum ist denn hier auch kein Ton? Hier ist gar nichts. Wohin fahre ich? Hallo? Wo bin ich? Ah, das ist eine Abkürzung zu deren Versteck. Wie cool ist das denn? Lol. Ja, ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt aber auch wirklich mal Schluss heute. Ey, das ist ja mega cool. Das habe ich halt nur aus reinen Zufällen entdeckt. Ja, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, abonnieren, ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.